Es ist soweit. Willkommen zurück im Timoversum auf meiner Survival-Insel, wobei ich hier jetzt gerade in dem Drachenhort stehe, den ich in der letzten Episode gebaut habe. Hier nochmal mit Shader, ohne Shader, mit Shader, ohne Shader, mit Shader, ohne Shader. Okay, das reicht. Also heute steht das nächste Projekt an. Und zwar brauchen wir hier natürlich noch einen Beschützer und das wird ein fliegender Drache. Diesmal komplett mit Flügel und allem drum und dran. Dafür brauche ich dann jede Menge Materialien, zum Beispiel auch alle Varianten vom Blackstone, wie hier unten bei dem Drachen, natürlich auch Knochenblöcke und weißer Terrakotta für die Krallen. Und natürlich brauche ich für die Flügel dann auch noch rot gefärbtes Glas. Für das rote Glas erhandle ich mir bei meinen Bewohnern simples Glas und mit den überschüssigen Mohn aus meiner Eisenfarm färbe ich das Glas rot. Mir ist dann noch eingefallen, dass es sinnvoll ist, wenn ich hoch oben in der Luft baue, dass ich mir noch ein paar Gerüste crafte. Damit ich noch schneller Blackstone abbauen kann, bin ich noch fix in die Hölle, um Witherköpfe für ein Leuchtfeuer zu sammeln. Die habe ich auch schnell bekommen und habe dann mit 6 mehr als genug gehabt. Ein paar Hühner mit in die Mine runtergenommen und dann ging's an den Wither. Auf die Plätze, fertig, los! Ich hab Angst. Jawohl, Wither Rosen. Oh mein Gott. Moment. Ich darf nicht sterben. Aber ich habe ihn besiegt. Ich glaube aber, alle Hühner haben überlebt. Yikes. Beim Blackstone hatte ich noch einiges übrig aus meiner letzten Folge, wollte aber auf Nummer sicher gehen. In der Hölle gibt es ganz in der Nähe meines Portals eine Bastion. Die habe ich kurzerhand abgebaut, bis ich dann schlussendlich 2 Schulkerboxen voll hatte. Jetzt, da ich alle Materialien zusammen habe, will ich den Drachen hier oben hinbauen. Und dann muss ich natürlich in der Luft bauen. Das ist natürlich eine Kunst für sich. Ich bin mal gespannt, wie das läuft, aber wir sehen uns dann nach der Zeitraffer wieder. Viel Spaß! Die ganze Erde, den Stein und alles, was ich zur Stütze darunter gebraucht habe, habe ich noch weggemacht. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht von dem Nutzen der Gerüstblöcke, dass ich wirklich dann einfach auf Erde gegangen bin, weil über dem Meer gehen die Gerüstblöcke einfach alle weg. Was soll das? Aber egal. Ich bin auf jeden Fall fertig mit dem Drachen. Also etwas in der Luft zu bauen, ist wirklich super nervig. Aber das Ergebnis spricht für sich. Jetzt gucken wir uns mal den Drachen aus verschiedenen Perspektiven an. Ah ja, von mir gefällt er mir richtig gut. Das ist natürlich der männliche Drache, der hier lang fliegt. Und ich weiß nicht, ob der Drachenschwarm noch mehr Drachen haben wird. Also, mal sehen. Ignoriert die Felsen. Ich habe hier ein bisschen Stein gestapelt und Schnee aufgetragen. Einfach, dass es ein bisschen besser aussieht. Aber ich hatte kein Internet und dann habe ich ein bisschen Stein geplaced. Und wenn man von hier guckt, der Drache sieht echt super majestätisch aus. Oh mein Gott. Ich bin richtig stolz darauf. Eigenlob stinkt eigentlich, aber schaut euch diesen Drachen an. Ich bin so froh, dass ich den jetzt endlich in meiner Welt habe. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mal haben. Ein Drachen und ich bin so froh, dass er mir so gefällt. Übrigens ist er eigentlich hohl, damit ich nicht ganz so viele Materialien verschwende. Das einzige Hauptproblem, was ich noch habe, ist, dass wenn es schneit, dass der Drache halt noch voller Schnee ist.
Ich habe versucht, das ein bisschen mit Fäden zu reduzieren, aber das ist nicht so schlau gelöst, dass ich den hier hingemacht habe. Da habe ich auch überhaupt gar nicht dran gedacht. Also, lass mal sehen, was das wird. So, ich fürchte damit, mit dem fertigen Drachen habe ich keine Zeit mehr, noch mehr zu bauen. Also verabschiede ich mich und danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das würde mich auch sehr freuen. Ich habe fast 500 Abonnenten, also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.